hatte der Steiner keine. Ich muss gerade. Achso, brauchen wir wieder? Ja, dann. Fälle er. Ich habe ja schon. Richtung Süden habe ich schon weiträumig abgeerntet. Ja. Ja, die Lieblingsbeschäftigung wieder. Immer noch das epische Projekt. Das Freilegen des Feldes. Alter Schwede. Oh yeah. Das ist doch so ein ganz schöner Klotz, der da noch raus muss. Ja. Vor allem ist es völlig egal, wo du ja rein hast. Das muss ja alles weg. Außer an den Rändern. Weil dann müsste ich das ja dann noch mal die jeweiligen Seiten erweitern. Nee, nee. Was mir wahrscheinlich sowieso nicht erspart bleiben wird, wenn ich es noch irgendwie dekorieren will mit Zäunchen und Lämmchen und Fählchen und... Naja. Aber erstmal die Grundfläche raushacken. Passen zweimal 10 Felder rein, also vier Stück, genau, so habe ich das geplant. Und in der Mitte hast du dann noch einen Durchgang zwischen den Feldern, zwischen den vier einzelnen, und außenrum kannst du dich auch nochmal bewegen. So, und was ich vorhin mit dem Wasser wollte, ne? Wenn man das jetzt halt mal so 1, 2, 30 Ebenen runterholt, läuft dir dann eigentlich der Keller voll? Oder verhält sich das wie draußen, dass das halt nur ein paar Blöcke hoch ist? Interessant, der Wasserwand. Ja. Ja, zumindest ist auch... haben die Pflanzen Wasser, wenn sie das jetzt brauchen. Also ja. Da gab es auch mal eine Version, da ging das nicht, das war auch noch ziemlich am Anfang, wenn ich ein Wassergraben drumherum war. Weiß ich noch ganz genau, habe ich mir übelste Mühe gemacht und Wassergräben ausgehoben. Nur damit die Felder bewässert sind. Genau. Das sah sehr geil aus. Also die Felder dann auch so schon einen Block tiefer gelegt. Und der Wassergraben war dann im Prinzip zwei Blöcke tiefer. Das sah schick aus. Nee, ich auch nicht. Vor allen Dingen, Zäune hatten wir drum gesetzt. Zur Zombieabwehr. Ja. Und dann wollten wir noch Verteidigungsmaßnahmen weitere einsetzen, doch dann kam uns was dazwischen. Und zwar garantiert wieder das Update. Wenn wir ein neues Spiel schon anfangen, war das mit Sicherheit immer irgendein Update. Da kommt mir irgendwie keine erstaunliche Synchronität mit ähnlicher Natur. Spieletitel ähnlicher Natur? Erzähl. Absturz. Ureinwohner? Oh, die Ureinwohner. Oh nein. The Forest. The Forest. Stimmt. Jedes Mal neu anfangen, wenn die irgendwas Kleines gepatcht hatten. Vor allem bei dem Spiel, ja, sind auf jeden Fall definitiv statistische Entwickler am Zug.
Die blenden sich außer ein. Stimmt, dass es nur hochgeht. Stimmt. Im Startmenü von dem Spiel. Herrlich. Noch 23 Tage, noch 7 Tage. Sie haben noch 12 Stunden zum Spielen. Ja. Das auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, das Spiel gibt es auch schon eine ganze Weile. Ich muss glatt mal nachgucken, seit wie die Veröffentlichungsdaten sind von 7 Days und The Forest. Ich würde mal glatt sagen, der eine oder andere Spielentwickler von den beiden tut eventuell was weniger wie der andere. Weil an dem Content so direkt... Hier ist es merklich. Oder vielleicht fällt es auch schon an einiger Stelle, an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so groß auf, weil es einfach schon so viel ist. Aber wer das Spiel genauer kennt, der merkt sofort, wenn es was Neues gibt. Oder dann halt etwas später, wie wir jetzt, mit der Workbench. Dass es immer weitere Hindernisse nach hinten raus gibt. Als chronische Patchen mit Frau Weigerer. Oh ja. Ja. Das ist ja etwas frustrierend. Ja, etwas frustrierend. Aber auch wieder schön. Man findet dann wieder neue Sachen heraus, die was man versucht hatte, alles zu lösen. Ich mach das eigentlich ein wenig an. Ich stehe da. Ich bin heute ein typischer Mann. Ich hab jetzt aber Hals weg, wenn ich Workbench spiele. Aber heute passt das. Das kriegt man hin. Hätte man das jetzt natürlich eher gewusst, hätte man von Anfang an in andere Richtungen geskillt. Wahrscheinlich. Aber sowas weiß man ja nicht vorher. Wir können uns ja, ne, schon für die Alpha, keine Ahnung, 15,5 oder 16? Auf der anderen Seite schon mal vorbereiten. Für die Skills, die Vibes, die hat man schon mal im Lob. Ja. Ich finde das natürlich nicht schlecht. Du musst da wirklich mal verarbeiten, dann kannst du einfach durchlegen. Platsch, ich hab alles noch nicht stehen. Obwohl es schon an einigen Stellen verdammt schnell geht. Das müssen wir dazu sagen. Ja, ich denke aber mal, wenn alle Prozesse noch mehr verlangsamen, wird es dann irgendwann echt eine Gänse. Ja, gut, es fängt ja jetzt nicht jeder an und baut sich ja sein Haus mitten in den Fels. Von daher ist das mit dem Mining schon okay. Bei uns levelt es jetzt relativ schnell, weil wir wirklich jeden Raum hier raushacken müssen. Ich stell dir mal vor, wir hätten die ganze Hacke nie. Dann würden wir jetzt keine 14 Level fehlen, sondern sagen wir mal... 34. So ungefähr. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass hier mehr Content reingepackt wird als in The Forest. Mit jedem Update. Ja, obwohl The Forest absolut geil ist, also von der Grafik, von der Aufmachung. Dort habe ich auch immer ein Problem zu lösen. Ich stehe an dieser Stelle nur umfliegen, Geschütze, Kisten, Gegenstände. Ja. Der einzige Content, den ich mal... Nicht auftauchende Mobs, zu viele Mobs. Ja, da hast natürlich, wenn du von vornherein so ein Blocksystem hier hast, hast es einfacher. Als wenn du jetzt irgendwelche Teile einfügst und die dann zum Klippen bringen musst. Wobei das tatsächlich auch eine lustige Nummer ist. Normalerweise denken wir mal an Minecraft-Geschichten, entweder alles viereckig oder alles sechseckig oder alles achteckig. Wenn du das, mit unter Achtecke mit Vierecke, dann kannst du Vierecke auf Achtecke stellen und stellen trotzdem gerade, haben wir trotzdem nur noch eine Ausrichtung bei Minecraft-ähnlichen Spielen. Ja. Aber das ist mal drin, das ist aus dem Brett am Anfang, wo du möglichst die Teile, die du zusammenschraubst.
ich weiß gar nicht, ob das schon Foxel sind. Na, eigentlich auch nicht. Das ist ja schon wesentlich weiter als Foxel. Also man kann es jetzt, mit Husky vergleichen. Das ist so eine ganz andere Geschichte von Engine und Co. Die meisten Aufbauspiele, so dieser Natur oder so weiter Spiele, die ich so kenne, hatten ein einziges gerendertes Objekt, was für alles verwendet wurde. Ja. Das stimmt allerdings. Jetzt bis auf Figuren. Die dann meistens noch etwas anders aussahen. Kleinere Vierecke. Das finde ich. Längere Vierecke. Ja. Überhaupt so, das ganze Spielprinzip, ich meine, es ist im Prinzip ein Minecraft für Erwachsene. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben. Aber es macht tierisch Spaß, was zu bauen, zu erschaffen, wieder einzureisen. Und nebenbei noch ein paar Viecher abzuschlachten. Nennen wir es mal ganz profan so, wie es ist, mal richtig schön meucheln zu gehen. Ich kann mich mal an unsere 80 Spielstunden selbst erinnern. Da hat man sich kaum gefragt. Jetzt hat man vielleicht Panda bei so ein paar Zombies jagen zu gehen. Boah, sind wir früher ausgewichen. Ja. Das ist ja so wie ich gehört habe, wollen die es tatsächlich weiter auf die Spitze treiben mit ihrem System, dass bei fortschreitenden Blutmonden die Horde stärker wird. Okay. Das, was ich so gelesen habe, was ich da rauslesen konnte, finden die das System sehr lustig. Ich auch, muss ich dazu sagen. Ich meine, sonst ist es nach hinten raus stückweise langweilig, wenn du nicht noch einen Ansporn hast. Jetzt am Anfang hat man übelst viel zu tun. So, aber sobald dann die ersten Sachen richtig stehen und funktionieren, und du nur noch auf Loot-Tour gehen kannst und nicht mehr so richtig so am Haus noch auszubauen hast, dann fehlt halt noch der Content. Und das gleichen sie damit ein bisschen aus. Weitere Sachen zum Bauen sind natürlich immer gern gesehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt uns schon mal Minecraft als Vorbild nehmen, dann zum Beispiel elektronische Leitung. Was damit möglich wäre. Du meinst Fallout 4? Genau. Sport. Ja. Wenn man dann zu einer Lampe, die elektrisch leuchtet, auch auf jeden Fall noch eine Stromleitung legen muss. So, auch so, wo mir das alte Elektriker hat, von der Lampe blüht. Muss ja nicht wirklich, also so extrem sichtbar sein, aber so ein Kabel, was man irgendwo spannen müsste. Ja, was ich immer recht spannend finde, sind dann so Schaltbausteine wie More and XOR und so, zwischen die Richtung der FPS. Und sowas finde ich dann recht spannend. Da hast du auch mal was für Köpfchen. Wenn einfach nur hingehen, hack, schießen, ne? Ja. Sondern Schaltungen in der Oh ja, weißt du noch in Minecraft meine automatische Tür, wie die sich ausgeklappt hat? Eingefahren, zugeklappt und eine ganze Mauer. Das war schön. Sowas ist schick. Jetzt haben wir hier eine ganze Ecke rausgehackt. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Und ich muss, glaube mal was essen und trinken. Ich habe jetzt wieder irgendwie aus Versehen gerade in der Bein beim Schwarzen den ganzen Hügel kalt gemacht und halt. Das ist gar kein Problem. So soll es ja eigentlich sein, dass es am besten gar nicht weiter auffällt. Wir hatten schon mal viermal Coffee Beans, Kaffeesamen. Wenn sich das Englische mit dem Deutschen vermischt, dann kriegst du kein gerades Wort raus. Das ist furchtbar.
klingt aber lustig, und jeder hat was davon. Ja, das auf jeden Fall. Ich find's ja auch nicht schlecht. Oh, was sehe ich hier? Eisenstein. Boy. Das kann ich ja nicht einsortieren. Das weiß ich, was ist das hier oben? Und dann hatte ich irgendwo Eisen, nochmal Steine, sehr schön. Der Rest ist für dich. Steine. Und Eisen. Level. Einmal kurz abhusten. Tür wieder zumachen. In die Mine gehen und mal kurz um die Ecke verschwinden. Der Morgen und wird das wohl kommen. Den fällt er fast. Dreier, Vierer. Ich noch weg.
wird ein Weilchen dauern, aber das Stufe, die Stufe 70 von dem Construction Tool, das kriege ich schon hin. Also mit der Steinachs Sachen bearbeiten, dann geht das. Siehst du? Hättest du lieber mal nach unten alles mit der Steinachs gehackt. Dann hättest du es. Das jetzt irgendwie schon passiert wäre oder so. Dann den Rest haben wir doch mit der Pickaxe. Mit der. Ja, unten die Hölle. Die ist dann die Pickaxe-Probe. Leider Gottes. Ja, manchmal kannst du noch lesen. Ja. Aber so bist du mal in der frischen Luft. Ja, ach so, ich habe noch ein zweites mitgebracht. Unser Flying Burning Barrel. Ist unten in der Looting-Truhe. Sehr schön. Hört mal gucken, ob ich hier rumhochkomme und jetzt da oben auf Stille. Also wenn du dir Leitern da hochbaust, auf jeden Fall. Jetzt sind meine geilen außengelandeten Brüste. Du könntest aber trotzdem ruhig eine Leiter drin klatschen. Dann können wir uns dahin nochmal zurückziehen. Falls es jetzt obenrum wirklich eng wird. Wir wollen es oben noch verteidigen, bevor sie durchbrechen. Weil da oben sind immer diese kleine Aussichtsplattform. Der Turm verjüngt sich ja. Und da kann man, könnte man wunderbar draufstehen und von oben runterballern. Ich habe da auch schon eine kleine Brücke aufs Dach gebaut. Muss mal gucken, ob das deinen Ansprüchen genügt oder ob du die anders bauen willst. Nee, also gut, ich bin da schon aufgelaufen. Das ist völlig im Unruhe. Einfach mal ein Banks hingeklatscht, hier. Simpel und effizient. Ja. Ohne Schnickschnack. Ja. Ach ja. So, ein bisschen Holz. Ich hab da mal schnell 13.000 Holz besucht. 13? Damit kommen wir wieder ein Stück. Yep. Ich habe auch schon mal wieder den Ofen befüllt für Eisen zum Einschmelzen. Kohle und Licht. Eisen ist hier, dann haben wir mal einen Schluck Eisen hinterher. Gucken wir mal noch ein Klümpchen Leben dazu zum Einschmelzen, das ist immer gut. So. Ein bisschen Leben muss sein. Dann weckt sich Stahl von... Genau. Achso, wenn du mal Lehm holen gehen willst, kannst du ruhig machen, nur lass mir mein Gebilde dort. Also ich habe da so einen Stein auf einem Stück Erde stehen. Das muss stehen bleiben. Hast du das schon weggehackt? Nein, der hat den Stein schon weggehackt. Meine schöne Skulptur. Nee, lass. Das wird sowieso nicht. Verdammte Axt. Ich hab nur Eier darin gesehen. Jaja, ist mir klar. Ich hab das so schön auf die Spitze gestellt von der Erde. Das auf jeden Fall. Ich arbeite hier gerade nicht runter von 170 auf 137. Ja, gehe ich gerade die Pickaxe durch. Ja, ich bringe die jetzt noch durch. Ich glaube. Ne, kannst du ja machen. Die grab ich dann noch und dann kriegst du halt neue. Das wäre jetzt schade um die Punkte. Ja, nee, das muss ja nicht sein. Nämlich mittlerweile ein kleines Werkzeug in das Punktebuch brauche. So.
Tools missing. Ein gewisses Ohr. Immer noch nicht. Ja, das, da bin ich ja beruhigt, du. Wenn wir das Thema jetzt endlich mal abgeschlossen haben. Ich habe aber schon mal 2 Stufen Kontakt-Impuls aufgebaut, dann kommt es morgen auf 12. Und 3 Stufen Zuschauen, damit fällt es auf 17. Sehr gut. Sollte passen. Wird, geht los, und so. Wort. Gut, was auch gut geht, sind Feuer, ich muss noch ein bisschen rein. Boah. Und muss ich mal gucken, ob ich was Falsches erzähle. Nee, Hammer. Aber Holzfäller-Aktion, Pickaxe, frisches Zeug. Also bevor ich Eimer macht, geht auch ein okay. Bei Stufe 33, ne? Minus 26,5% Crafting Time, 264 Wert, minus 47,9% Repair Time, minus 32 Repair Amount und minus 12,4% Quality Restoration. Okay. Also das ist ordentlich. Das sind Werte. Ja, ja. Mit denen kann man erstmal arbeiten. Noch steigen. Das ist das Allerschönste. Jetzt müssen wir hier an der 3 mal ein bisschen Forge Iron, ein bisschen Forge Steel. Und es klingelt. Und es klingelt. Das heißt, wir sind am Ende. Haltet die Ohren steif, lasst mir einen Daumen da oder ein Abo, das würde mich freuen. Wir sehen uns. Ja, dann kommen wieder meine weisen Worte zum Abschluss des Tages. Tagesziel? Verdammt, wir haben uns heute kein Tagesziel gesetzt. Egal. Das Problem mit der Workbench ist gelöst. Ein bisschen Skills. Die Eisenproduktion läuft. Ich denke mal, unserem Projekt steht nichts mehr entgegen. Jetzt zählt es erstmal den Felsen auszuhacken. Das wird in den nächsten Folgen passieren, damit wir unsere unterirdische Form anlegen können. Bis dahin ruhen wir uns mal kurz ein klein wenig aus und sehen uns dann bald wieder in den Easy Raiders Mines of Moria. Ciao!